Heute geht es um die Frage, was wäre, wenn ein biologisches Internet existieren würde, in dem sich Menschen unsterblich machen kann. Herzlich willkommen zu MythCritic und heute möchte ich ein bisschen über die Reihe Otherland von dem amerikanischen Autor Ted Williams reden. Wir machen es wie immer. Ich erzähle erst ein bisschen was über den Autor, stelle dann den Plot vor, möglichst spoiler-free, und dann geht es in den Deep Dive, wo wir uns die Plotstruktur, die Charaktere und die Welt ein bisschen anschauen und zum Schluss ein kleines Fazit, ob sich die Bücher zu lesen lohnen. Genau. Ted Williams ist Jahrgang 1957, er kommt aus Palo Alto in Kalifornien, stammt offenbar aus einer sehr kreativen Familie, also nach eigener Aussage sind er und seine Brüder immer ermutigt worden, kreativ zu arbeiten. Er hat sehr viele Jobs gehabt, bis er es dann geschafft hat, Vollzeitschriftsteller zu werden. Alles von irgendwie Schuhverkäufer über Mitarbeit bei Apple. Aus der Zeit, wo er bei Apple gearbeitet hat, stammt auch Idee für Otherland. Mit Mitte 20 hat er dann angefangen zu schreiben, hat sein erstes Manuskript bei DAW Books eingereicht und ist da auch angenommen worden. Seitdem hat er eine sehr erfolgreiche Karriere hingelegt. Insgesamt, ich glaube, seine Bücher 17 Millionen Exemplare insgesamt verkauft. Und er ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Nordkalifornien. Ich habe eine, ja, sehr, meine Begegnung mit Otherland, das war echt ein bisschen seltsame Geschichte, weil ich habe mit 17 den ersten Band geschenkt gekriegt, habe ihn auch verschlungen, habe ihn damals auf Deutsch gelesen und aus irgendeinem Grund, fragt mich nicht mehr warum, habe ich aber nicht weitergelesen und habe erst letztes Jahr die restlichen Bände gelesen. Die Geschichte und die Bilder waren aber noch so lebendig in meinem Gedächtnis, dass ich wirklich nahtlos wieder einsteigen konnte. Also ich wusste eigentlich sofort wieder so die wichtigsten Punkte, worum es ging, wer die Figuren sind und sowas. Klar, ein paar Sachen waren dunkel geworden, aber also das ist schon mal, finde ich, ganz bemerkenswert, wenn es ein Autor schafft, eine so lebendige Welt zu erzeugen, dass man mit über 20 Jahren Abstand da wieder einfach nahtlos anschließen kann. Worum geht's? Die Geschichte wird aus der Perspektive mehrerer Figuren erzählt. Die Hauptprotagonistin ist Rini Sulvayo, eine Südafrikanerin. Sie ist Dozentin für Informatik an der Uni und ihr Student Xabu, der ist bei einem der letzten eingeborenen Stämme im Okavango-Delta aufgewachsen und hat sich jetzt aber für ein Leben in der Stadt entschieden und angefangen, Informatik zu studieren. Es spielt in der Zukunft, nicht in einer allzu fernen Zukunft, also die Welt ist so ein bisschen eine extremere Version unserer eigenen. Es gibt schon deutlich irgendwie mehr Gewalt. Die UN hat in dieser Welt tatsächliche politische Macht. Ansonsten ist sie von unserer eigentlich nicht groß zu unterscheiden. Die Welt wird von größtenteils von extrem reichen, mächtigen Industriellen im Hintergrund irgendwie beherrscht. Und ja, also Williams scheint sich da lediglich um eine Potenz vertan zu haben, habe ich das Gefühl. Die Welt ist von der heutigen, finde ich, kaum zu unterscheiden. Also alle haben so Sims und hängen in einem sehr realistischen Internet irgendwie rum und haben so Handhelds, mit denen sie, also so universelle Kommunikationsgeräte, wo sie halt auch ständig miteinander kommunizieren können und sowas. Also klingt heute eigentlich alles gar nicht mehr so krass futuristisch, wie sich das vielleicht in den 90er Jahren mal ausgenommen hat. Der Bruder von Rini, der spielt viel im Netz und wird plötzlich krank. Ist eine Krankheit, die irgendwie immer mehr, vor allem Kinder, bekommen. Fällt ins Koma, keine Behandlung funktioniert irgendwie. Und als seine Schwester dann anfängt, Nachforschungen anzustellen, gibt es eine Reihe von Vorkommnissen, die erkennen lassen, dass da mehr dahinter steckt, als es jetzt eine zufällige Ansteckung. Also Menschen verschwinden, sie verliert ihren Job, ihre Wohnung geht in Flammen auf. Ja, und sie sucht sich dann eine kleine Gruppe von Verbündeten, mit denen sie anfängt, im Netz nach Hinweisen zu suchen, was mit ihrem Bruder passiert ist, während die Mächte, mit denen sie sich da angelegt hat, einen der furchterregendsten Henchmen, den man sich vorstellen kann, so gegen sie losschicken. Und das ist auch nur ein Teil der Geschichte.
Das ist mal so eine kleine Overview, worum es geht. Also es sind vier Bände mit vielen Erzählsträngen, vielen Perspektiven, aber das ist jetzt mal so das Wichtigste, was man wissen muss, um einen Eindruck zu bekommen, womit man es zu tun hat. Jetzt zum Deep Dive. Also erstmal noch ein Wort über die Sprache vielleicht. Man merkt den Texten an, Williams ist ein absoluter Liebhaber von Sprache und Literatur. In manchen Szenen imitiert er die Sprache aus der Ilias. Er persifliert englische Volkslieder aus dem 17. Jahrhundert. Also für Literaturnerds sind diese Bücher schon deshalb mal ein großes Vergnügen. Ja, also das findet sich so bei wenigen Autoren natürlich, so ein Sprachgeschick und Sprachwitz, also das ist einfach schön und schon von daher ein riesiger Pluspunkt für die Bücher. Jetzt zum Plot. Also Spoiler Warning, ab jetzt gehe ich davon aus, dass ihr die Bücher entweder kennt oder es euch einfach nicht stört, wenn ihr Spoiler von mir bekommt. Ein Punkt, den ich am Anfang gleich nennen würde, kritisch ist, die Serie ist zu lang. Der Williams ergilt sich in unerschöpflichen Beschreibungen dieser Welten in diesem Otherland. Also die Charaktere reisen ja dann in dieses sozusagen alternative Internet, um das es in den Büchern hauptsächlich geht, ja, das so hyperrealistisch ist. Und diese Welten werden auch teilweise sehr bizarr. Also teilweise habe ich das Gefühl, das war mehr so ein Privatvergnügen von dem Autor, als dass die jetzt wirklich noch einen großen Sinn für die Handlung gehabt hätten. Also ich persönlich finde, drei Bände hätten es auch getan und ein bisschen weniger von diesen Beschreibungen dieser Welten. Und dann wäre das Pacing super. Aber alles in allem finde ich, ist es eine tolle, spannende Geschichte, sehr character-driven, hat super Protagonisten und Antagonisten. Der Leser lernt durch das Auge der Protagonisten dieses unendlich vielseitige Otherland kennen, dieses alternative Internet, in das seine Erschaffer letzten Endes ihren eigenen Geist einbetten wollen, um so unsterblich und so göttlich zu werden. Das ist aber keineswegs die einzige Handlung. Es gibt unfassbar viele Aspekte und Nebenquests, die dafür sorgen, dass die Handlung nie irgendwie mechanisch oder so written sozusagen wirkt. Das Ende ist sehr, sehr berührend. Also ich finde, es ist genau die richtige Mischung aus einem Happy End. Es aber auch schmerzhafte Aspekte noch hat. Also Tolkien hätte das so schöner kaum konzipieren können. Also alles in allem finde ich, ist der Plot sehr, sehr gelungen konzipiert. Jetzt die Charaktere. Fangen wir mal mit der wichtigsten Protagonistin an, Rini. Mir geht's da ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, es passiert nicht immer das Gleiche, aber oft das Gleiche. Wenn Männer versuchen, starke Frauenfiguren zu schreiben, dann kommt für mich oft so eine Cookie-Cutter-Figur raus und Rini ist eine davon. Sie ist intelligent, energisch, durchsetzungsstark und völlig langweilig irgendwie. Also es ist so, sie ist halt lehrbuchmäßig richtig geschrieben. Sie hat eine Backstory-Wound, ja, sie musste früh Verantwortung für ihren Bruder übernehmen, weil der Vater Alkoholiker war, ihre Mutter gestorben ist. Das ist schon nachvollziehbar, aber die Figur lässt mich irgendwie trotzdem völlig kalt. Sie hat irgendwie nur sehr wenige Flaws, aber deshalb auch nicht wirklich Raum für eine eigene Entwicklung. Ja, sie ist irgendwie für diese Fürsorge für ihren Bruder getrieben. Wie gesagt, so, es ist nichts falsch, wenn man anschaut, wie die Figur sozusagen gestrickt ist. Aber es gibt für mich jetzt auch nichts, was die Figur wirklich faszinierend oder interessant gemacht hätte. Xabu, ihr Schüler und später dann ihr Partner, ist, ja, das ist ein Fall, der, naja, er geht nicht in eine ähnliche Richtung wie Rini, aber er hat andere Probleme. Es ist eine der sympathischsten Figuren der Serie und gleichzeitig eine der seltsamsten. Ich finde, er ist eigentlich fast zu gut, um wahr zu sein, ja. Also Xabu ist wirklich jemand, den man, wenn es ihn wirklich gäbe, unbedingt zum Freund haben wollen würde. Er ist wahnsinnig hilfsbereit. Selbst den Villains gegenüber hat er einen gewissen Grad von Verständnis und Respekt. Er hat einen wahnsinnigen Schatz von Geschichten von seinem Stamm da und macht so Vision Quests damit, mit denen er der Gruppe dann teilweise die entscheidenden Einsichten liefert, ja, um dann halt weiterzukommen. Kann sich aber auch halbwegs souverän in der modernen Welt bewegen. Ja, also es ist halt für mich so ein bisschen das,
dass ich sage, er erfüllt halt dieses Klischee von dem Noble Savage, von dem edlen Wilden so sehr, dass es fast unlesbar wird, wenn man diese Vorlage mal bemerkt hat. Das Witzige ist, ich meine, gut, mit 17, da war ich dann noch nicht so hellhörig und ich glaube, da habe ich mich einfach sehr erwärmt für die Figur und das hat einfach vorgehalten, bis ich jetzt weitergelesen habe letztes Jahr. Aber ja, dieser Archetyp oder dieses Klischee, Klischee würde ich sagen, das ist da schon ziemlich breit getreten in der Figur. Also wenn man da etwas hellhöriger ist, dann tut man sich mit der Figur vielleicht auch schwer. Dredd, der Killer, der ihnen auf den Hals gehetzt wird, also finde ich, ist einer der besten Villains, die je geschrieben wurden. Also ich liebe die Figur, so unsympathisch und brutal sie natürlich ist in der Serie. Er ist ein brutaler, sadistischer Serienmörder. Also er hat also vor allem ist auf Frauen immer abgesehen, hat eine wahnsinnig traumatische Vergangenheit mit einer alkoholischen Mutter, die ihn brutalisiert hat. Ist wahnsinnig brillant und vereint das mit wahnsinniger Brutalität, hat einen eisernen Willen und dann noch natürlich diese spezielle telekinetische Fähigkeit, die es ihm am Ende sogar ermöglicht, Macht über Otherland selber zu übernehmen. Aber so böse er ist und so sehr man sich sozusagen jetzt mit, also wenn man so mit den Figuren sympathisiert, so sehr man sich vor ihm fürchtet, muss man sein Geschick und seine Resilienz auch irgendwie immer wieder bewundern, die er an den Tag legt in den Büchern. Man fiebert auch mit den Polizisten, die ihn jagen, total mit, fürchtet sich mit den Helden. Am Ende muss ich sagen, ich hätte mir für ihn eigentlich mehr einen Redemption-Arc gewünscht, weil ich diese Backstory-Wound eben so überzeugend fand, dass ich gesagt hätte, so naja, dass er so geworden ist. Das war ja auch zu einem großen Teil Schuld der Umstände, unter denen er aufgewachsen ist. Der eigentliche Villain ist ja Jonglur, sein Auftraggeber. Und der kommt mit diesem relativ einfachen Tod, wo er dann zerschmettert wird, eigentlich besser davon als Dredd, der da in so einer Art Hölle landet. Insofern, ja, also ich hätte der Figur ein anderes Ende gewünscht, aber ich finde sie trotzdem großartig. Ja, zum Fazit, würde jetzt kaum noch jemanden überraschen. Ich finde, es ist eine absolut lesenswerte Reihe, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz die visionäre Zukunftsdystopie schildert, die man in den 90ern vielleicht noch gedacht hat, dass es ist, aber es ist wahnsinnig kreativ. Es ist eine gut geschriebene Perspektive auf das Thema, tollen Charakteren mit verrückten Schauplätzen. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, es wäre ein Tick kürzer, aber Can't Win Them All. Also alles in allem würde ich sagen, lest es unbedingt, wenn ihr auch gern ein bisschen Science-Fiction lest. Es lohnt sich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wie findet ihr Ted Williams allgemein als Autor? Wie findet ihr die Reihe? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ja, ansonsten für mehr davon abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns zum nächsten Video.